Ich komme ja aus der Kunst und aus dem Theater, aus dem Bühnenbild. Das heißt, ich bin sozialisiert worden mit einer sehr projektoralen Sicht auf die Dinge. Ne? Das heißt, du hast eine Idee, dann formulierst du die aus, dann suchst du dir jemanden, der Geld gibt und dann setzt du das um. Und das nächste Projekt schon wird was komplett anderes sein, muss mit dem davor nichts zu tun gehabt haben. Das heißt, mitunter entwickelst du halt, wie in meinem Falle, irgendwelche Prototypen, dann zeigst du die und dann machst du was ganz anderes. Und ich bin jetzt gerade dabei, überhaupt zum ersten Mal für mich auch diese Welt der Serienfertigung zu entdecken. Das heißt, aus dem, was ich so die letzten Jahre gemacht habe, mit Projekten wie Electric Hotel und so, etwas rauszukristallisieren, was man jetzt wirklich sagen kann, da bauen wir jetzt mehr als einen Prototypen, sondern irgendetwas, was man dann auch wirklich mehrfach bauen kann, im Zweifelsfalle mehrfach verkaufen oder verleihen kann. Faszinierend ist für mich erstmal, dass es das überhaupt gibt, Elektrizität, und dass es diese Diskrepanz zwischen dem, was man darüber weiß, also ne, so Normalsterbliche wie ich jetzt, und dem, was es für unsere Gesellschaft bedeutet. Also mittlerweile ist ja so, der Strom kommt aus der Steckdose und kaum ein Mensch da draußen versteht überhaupt noch, wo kommt er her, was heißt es überhaupt 100 Watt, so, was ist das für eine Größenordnung. Und das ist dafür, dass es wirklich für uns so eine ganz grundlegende Energie eigentlich ist, für unsere Gesellschaft, ist das ein bisschen wenig. Und je weniger du über etwas weißt, desto leichter bist du da auch zu manipulieren. Und das schwingt eigentlich immer so ein bisschen in meinen Projekten mit, so ein Wille, Transparenz über Elektrizität nach draußen zu bringen. Also einfach Leute für etwas zu begeistern. Gar nicht so mit Moralischem zu sagen, hier, das ist wichtig, guckt euch das mal an, sondern eben mit so interaktiven Formaten, Leute irgendwie auf dem Fahrrad zu setzen, wo sie irgendwie ihr Handy aufladen können und so wirklich so zu integrieren. So, und dann merkst du halt so den Unterschied zwischen 10 und 100 Watt spätestens am nächsten Tag, wenn du eine Muskelkarte im Oberschenkel hast. Das kann auch aussehen, wir haben auf Sylt haben wir ein Kinderkarussell gebaut, so wie man es eigentlich auf jedem deutschen Spielplatz irgendwie so antrifft, also ein rundes Karussell ohne Motor, das wird von den Kindern halt angeschoben und dann drehen die sich im Kreis. Und da haben wir einen Generator angesetzt. So, das heißt, wenn die Kinder jetzt spielen und sich drehen, erzeugen sie nebenbei bis zu 200 Watt. Und die nutzen wir in einem kleinen Leuchtturm daneben. Dann gehen halt, wenn die Kinder sich auf dem Karussell drehen, geht oben im Leuchtturm, geht die Lampe an und unten sind 4 Handy-Ladeslots drin. Das heißt, dann können dann Mama und Papa sich während die Kinder spielen quasi mit einem Nebenprodukt, weil die Kinder merken das erstmal gar nicht, dass sie dabei Strom produzieren, weil die wollen ja eigentlich nur Karussell fahren, können wir dann wieder Handys aufladen. Mit Kinderarbeit im Zweifelsfalle. Aber es ist dann auch so ein kleines, wo fängt die Arbeit an? Was ist das noch Arbeit, wenn wir Spaß haben? Ist das jetzt, was ist das überhaupt? Und das ist eigentlich so ein Aufhänger von ganz vielen meinen Arbeiten, dass wir auch so ein bisschen zwischen den Stühlen sitzen. Ne? Also ist das jetzt Kunst oder ist das jetzt praktisch? Ist das jetzt eine Handyaufladestation? Ist das ein Kinderspielzeug? Ist das Bildung oder wo ist das überhaupt? Und das ist für mich eigentlich ganz viel, was mir die Energie und die Kraft gibt, in so Projekten dann die bis zum Ende weiterzudenken. Und bei dem Karussell zu meinem einleitenden Sätzen war es auch so, dass es eigentlich angedacht ist, okay, das entwickelt man jetzt einmal und dann geht man auf die ganzen Kinderspielplätze da draußen, also gerade, ich sag mal, in vielleicht auch in Ländern, wo jetzt Strom keine Selbstverständlichkeit ist, wie hier. Und dann ist daraus aber auch nichts geworden, aus unterschiedlichsten Gründen. Das heißt, du hast einmal etwas entwickelt, fast, also eigentlich kannst du das Ding jetzt in Serie bauen. Man hat sich durch diese ganzen DIN-Norm und TÜV und was weiß ich nicht alles durchgeschlagen und am Ende ist es aber bei dem einen geblieben. Das ist natürlich ein bisschen schade, weil die weitere Arbeit wäre eigentlich relativ überschaubar, da jetzt zu sagen, da bauen wir jetzt mehrere raus. Wenn man einmal anfängt drauf zu gucken, dann merkt man, dass dieses Prinzip, also dass uns etwas umgibt, was wir als selbstverständlich nehmen, eigentlich gar nicht so selbstverständlich ist. Also in dem Moment, wo ich einen Stecker in die Steckdose stecke, dann nehme ich selbstverständlich an, dass dahinter eine Gesellschaft steht, die jetzt diese Steckdose mit Strom füttert. Also irgendwo werden, keine Ahnung, Atome gespalten oder Kohle verbrennt oder Windräder drehen sich oder Solarstrom wird gemacht. Das heißt, ich bin gar nicht mit mir alleine, sondern da ist eine ganze Gesellschaft hinter, die dafür sorgt, dass dieser Strom aus der Steckdose kommt, von der ich aber gar nichts mitkriege. Das ist wie so eine Blackbox, wo am Ende ich mich um den Strom kümmere. Und dieses Prinzip, das gibt es bei ganz vielen Dingen, im Moment zum Beispiel bei der Europäischen Union. So, ne? Wir sind noch, ich sag mal, unsere etwas älteren Kaliber. Wir kennen das noch, wie es war, bevor es die EU gegeben hat und diese Europäische Vereinigung. Das heißt, wie das war, durch Europa zu reisen mit 20 Mal den Pass vorzeigen und Geld wechseln und sowas.
Das kennen die heute aber so die jüngeren Generationen nicht mehr. Das heißt, für die ist es selbstverständlich, dass irgendwo du mit einer Währung zahlen kannst und dass du nicht den Pass zeigen musst. Das heißt, du hast eine scheinbare Selbstverständlichkeit, die aber keine ist, sondern die immer erneuert werden muss. Und du hast den Strom, der muss irgendwo geliefert werden. Und du hast eine Demokratie oder eine Europäische Union, die muss irgendwie von der Idee her gefüttert werden. Da muss sich ständig drum gekümmert werden. Wenn das nicht mehr passiert, dann fällt sie auf die Füße. Und spätestens dann stellst du fest, so selbstverständlich ist das gar nicht so. Wenn kein Strom mehr da ist, dann merkst du auf einmal, wie abhängig davon bist. Und das ist sowohl bei der Europäischen Union oder überhaupt bei Demokratie ist das genau das Gleiche. Und das sind eigentlich für mich so diese faszinierenden Situationen, da reinzugehen und zu sagen, da ist etwas, das umgibt uns wie selbstverständlich, das ist es aber nicht und da lohnt es sich genauer hinzugucken. Ja, also ganz, ganz banal, wenn irgendjemand bei uns auf so einem Fahrrad sich sein Handy auflädt und dann irgendwie sagt, und wie viel Strom habe ich jetzt erzeugt so und was würde ich jetzt dafür kriegen und man sagt dem, naja, du sagst dir jetzt irgendwie eine halbe Stunde drauf, hast hier so durchschnittlich irgendwie so 10 Watt in dein Handy reingeladen, das heißt, du würdest von uns jetzt irgendwie 1,5 Cent kriegen. So, ne? Und dann kriegen die so Augen. Was? Ich hab ja hier irgendwie 30, 40 Euro gestrampelt. Also überhaupt mal diese Relation zu kriegen, wie günstig Strom, elektrische Leistung eigentlich ist im Vergleich zu dem, was das heißt, wenn man die jetzt wirklich händisch oder mit Beinen irgendwie erzeugen müsste. Da kommt sofort Feedback zurück oder was das überhaupt heißt, dann, ne? diese 100 Watt oder was der Unterschied ist zwischen einem Handy mit 10 Watt und dann kommen Leute mit einem Föhn an, so, dann braucht er halt 1000 Watt. Und dann sagst du, kannst du gern versuchen, aber das ist mit menschlichen Oberschenkeln nicht zu leisten, so, nicht mal von Herrn Zabel oder vielleicht auf 5 Metern, wenn es den Pyrenäenpass hochgeht. Aber ansonsten ist das einfach eine Leistung, die muss irgendwo anders passieren. Und da kriegen wir ganz viel Feedback von Leuten, die dann sagen, oh ja, habe ich gar nicht gewusst oder so, jetzt gucke ich mal zu Hause, wie das ist, der Unterschied zwischen LED-Birnen und normalen Glühbirnen und so. Ja, auf jeden Fall, weil du als Künstler, also A, ein bisschen dagegen spricht, was ich ganz am Anfang gesagt habe, ne? Dass du als Künstler eigentlich immer sehr projektbezogen denkst. Also du hast dir irgendetwas, und das kann jetzt, keine Ahnung, ne? Wie eben gesagt, das kann jetzt Strom sein oder Demokratie oder was auch immer für irgendeine Situation, in die du reingehst, du beobachtest das als Künstler, sammelst halt ganz viel Sachen zusammen und daraus entsteht dann ein Werk und das ist dann aber fertig. Und als nächstes kümmerst du dich vielleicht, weiß ich nicht, um Holzmaserung oder so. Das heißt, der Entrepreneur hat, glaube ich, ein bisschen eine ähnliche Sicht, aber konzentriert sich dann eher auf ein Thema und zieht das dann durch. Das verschafft dir natürlich im Unterschied zu dem Manager, der ja eigentlich nur in Anführungsstrichen laufende Prozesse koordiniert, aber jetzt das aus einem Bewusstsein heraus macht, zum Beispiel die Firma am Laufen zu handeln, aber nicht den Sinn von der Firma zu hinterfragen. So, ne? Ist das überhaupt sinnvoll, was wir hier machen? Führt das irgendwo hin? Gibt es eine Idee dahinter? Sondern du hast die Firma und die Firma muss irgendwie weiter. Und sowohl Künstler wie Entrepreneur kommen eher von der Idee getrieben, also du entdeckst irgendetwas, was dich selber irgendwie anspricht, wo du merkst, oh Mann, das ist aber ein spannendes Thema, da muss vielleicht erstmal gar keine Geschäftsidee hinter sein, sondern du probierst irgendwo irgendwas aus und merkst, oh Mann, da ist vielleicht etwas mehr hinter interessant. Ich habe auch nicht komme auch nicht auf die Idee, Handys aufzuladen, also prinzipiell Handys aufladen interessiert mich nicht die Bohne, aber für mich ist das Handy dann so eine Art trojanisches Pferd. Also die Leute werden einfach nervös, wenn sie um 15.15 Uhr irgendwie nur noch 20% auf dem Handy haben. Und das ist natürlich so der ideale Zeitpunkt, um zu sagen, guck mal hier kannst du deinen Strom selber machen. Ne? Setz dich aufs Fahrrad, tritt in die Pedale und schwuppdiwupp ist dein Handy wieder voll. Das heißt, du hilfst den Leuten in einer Notsituation, in einer vermeintlichen Notsituation, mit irgendwie einem spielerischen, unterhaltsamen Ding. Und das merken sich die Menschen. So, und wenn sie dann irgendwann zu Hause einen Stecker in die Steckdose stecken und sagen, das sind jetzt irgendwie 10 Watt, 100 Watt, 1000 Watt, dann ist vielleicht so ein bisschen was passiert, dass man sich überlegt, wie sinnvoll das denn so ist. Ja, weil die Kunst hat den ganz großen Vorteil, sie kann wildern in allem, was es da draußen an Branchen und an Settings und sowas gibt. Das ist ja das Großartige an der Kunst, dass du eben sich nicht so an ein Ding
bindest, sondern du kannst halt, keine Ahnung, du gehst in den Maschinenbau, du gehst in die Psychologie, du gehst irgendwie zu den Malern oder wohin auch immer und kannst dir überall so Prinzipien rauspicken und mit denen arbeiten. Oder eben auch dieses Denken, was dahinter steht, so ganz, ganz unterschiedliche Wirkweisen, die es da draußen gibt. Was ich vorhin meinte mit Elektrizität und Demokratie, das sind zwei Sachen, die haben erstmal überhaupt nichts miteinander zu tun. Aber wenn du diese, so eine Künstlerbrille aufsetzt und sagst, ja, aber die Wirkweisen und die Denkweisen, die dahinter stehen, beziehungsweise die Möglichkeit, das zu ignorieren, die sind identisch. So, da macht, das ist das Prinzip das Tragende und nicht jetzt, über was für eine Art von Energie wir reden. Und das ist, glaube ich, ein Denken, das ist im Künstler ziemlich immanent und das ist an anderen Stellen eben nicht so, weil du eben sehr, sehr ja, kreativ unterschiedlichste Sachen zusammenbringt, was dich auf der anderen Seite aber auch schon wieder vielleicht daran hindert, irgendwie sinnvoll deine Prototypen zu vermarkten. Ja, weitermachen. Nein, im Ernst, machen. Also erstmal ausprobieren, nicht, und ich bin mir sicher, das wird hier von sehr vielen Leuten gesagt, aber es ist sehr richtig, erstmal machen. Sachen ausprobieren im kleinen Maßstab, nicht so sehr daran denken, kann ich das jetzt skalieren, muss ich das überhaupt skalieren, vielleicht ist es auch nur etwas, was irgendwie so als eine kleine Idee bleibt, vielleicht will ich auch gar nicht, das ist auch noch vielleicht ein Unterschied zwischen den Künstlern und den Entrepreneuren, vielleicht will ich auch gar nicht skalieren, vielleicht reicht es mir als alleiniger Freiberufler unterwegs zu sein und mit vielen anderen Leuten zwar zusammenzuarbeiten, aber das ohne irgendwie so eine große Firma dahinter. So. Also ich muss nicht irgendwie mich da in ein Wachstum reinbegeben, um meine Idee unter die Leute zu bringen. Und das, ja, konzentriere dich irgendwie auf einen, such dir ein Thema raus, geh fest davon aus, das ist nicht die letzte gute Idee, die du haben willst. Das habe ich hier in den letzten zwei Tagen häufiger gehört dass man so, oder gespürt, dass man so denkt, ich habe jetzt eine geile Idee und die muss ich jetzt richtig, richtig gut rausmachen und eigentlich will ich auch gar nicht drüber reden, weil es ist noch ein bisschen geheim und so. Das ist Quatsch. Also viel drüber reden, weil du kannst davon ausgehen, wenn du eine Idee hast, haben die einfach statistisch gesehen genau in dem Zeitpunkt wahrscheinlich noch 5, 6 andere Leute alleine schon in Deutschland genau die gleiche Idee. Am Ende ist es die Umsetzung. So, ne? Also wie ernsthaft setzt du dich da dran, die umzusetzen? Wie viel steckst du von dir an Willenskraft dahinter her? Ich sage jetzt bewusst nicht Geld oder sowas, das kommt mit Sicherheit später auch. Aber wirklich erstmal gucken, ist das was, was mich persönlich irgendwie antreibt, das machen zu wollen? Weil das viel weiter dir hilft, als wenn dein großes Ziel ist, ich will jetzt aber 1,5 Millionen Euro in den nächsten 3 Jahren verdienen oder ich überlege mir jetzt ein Projekt und habe gleich irgendwie so eine Exit-Strategie da. Das ist halt eine andere Denkweise. Und da ist dieses einfach loslegen mit kleinen Anfangen und machen und dann durchaus, während gemacht wird, das Ding auch noch zu verbessern. So, also unsere Dinge, mit denen wir unterwegs sind, sehen jedes Jahr ein bisschen anders aus, weil hier und da mal wieder was dran gemacht wird. Weil man hier total spannende Leute trifft, weil man Sachen hört, die man vorher noch nicht gehört hat, weil man echt gute Gespräche hat. Leckere Getränke, auch das ist nicht zu unterschätzen. Na, und das ist wirklich, das ist eine sehr schöne, lockere Atmosphäre. So, und man trifft Leute, die man anderswo nicht getroffen hätte und führt wirklich Gespräche. Es hilft mir ja auch immer, wenn ich jetzt mit irgendjemandem, der gerade ein Startup hat, saßen wir eben draußen recht lange zusammen, wenn der mich dann Sachen fragt, also ja, freue ich mich, wenn ich irgendwie was weitergeben kann, von dem ich glaube, dass ihm das wirklich hilft. Und auf der anderen Seite nehme ich auch was aus dem Gespräch mit, wo ich denke, so Mensch, vor dem gleichen Phänomen sitze ich jetzt auch seit 10 Jahren, ohne mir das wirklich bewusst gemacht zu haben. Und so, und das ist eigentlich so, glaube ich, eine der ganz großen, Sachen hier, wo man gerne hier hinkommt und am Abend vielleicht mit einem Ergebnis nach Hause geht, wo man morgens noch gar nicht dran gedacht hat.